Ja, herzlich willkommen hier von Oberösterreich. Ich bin gerade in Linz und ich möchte eine Solidaritätsaktion machen für die Ukraine hier. Und das ist mir besonders wichtig an diesem symbolischen Platz. Hier ist die Flagge der Ukraine. Da ist es sehr wichtig, dass wir eindeutig und klar sagen, die Ukraine soll in die Europäische Union. Die Ukraine ist unser Freund, Partner und zukünftiges Mitglied. Der Arbeitsmarkt für die Ukrainer soll komplett geöffnet werden. Und wir müssen schauen, dass die Ukraine aus meiner Sicht, ich habe das eh schon mal empfohlen, dass die Währung angeschlossen wird an die EU, also der Währungspack, dass der Euro eingeführt wird und dass die Ukraine völlig geöffnet wird, jetzt mit allen vier Freiheiten des EU-internen Marktes sofort, ja, damit wir der Ukraine in diesem Krieg beistehen können. Der EU-Kandidatenstatus absolut, der Euro absolut und natürlich die Öffnung des österreichischen Arbeitsmarktes und die Integration der Ukraine in den EU-Binnenmarkt, das ist extrem wichtig. Und ich habe mir hier als Standpunkt gewählt für diese Protestaktion die Oberösterreichische Wirtschaftskammer, weil ich bin nicht einverstanden, dass hier zum Beispiel keine Ukraine-Flagge. Ich habe extra eine mitgenommen, falls keine haben hier in der Wirtschaftskammer. Dann habe ich hier eine, wenn man schaut, hier ist die Europa-Flagge. Und hier ist natürlich auch die Flagge der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Aber leider der Geist von Christoph Leitl weht auch hier. Und er ist natürlich, war immer schon gegen die Sanktionen, hat ja seine russischen Wirtschaftsinteressen und hat ja mit Putin ja immer beste Geschäfte gemacht und immer unterstützt. Ja. Und er ist ja nach wie vor jetzt auch im Krieg, ist ja ein bisschen zurückhaltender, nachdem er so viel Pushback bekommen hat, hier von der Öffentlichkeit aufgrund seiner pro-russischen Positionen. Aber es ist ein großes Problem, dass die oberösterreichische Wirtschaft nach wie vor eben kein klares Ja zur Ukraine in der EU sagt. Und dass die oberösterreichische Wirtschaft nach wie vor voller prorussischer Ideen steckt und Vorstellungen und wahrscheinlich auch Persönlichkeiten, die Kontakte mit Russland haben, Geschäfte machen mit Russland. Aus der Vergangenheit, wo man halt über die Föst eben da so viele Kontakte gemacht hat, oft da sehr viel Geld verloren hat, ja, die dann nicht der Steuerzahler bezahlen müsste oder irgendwelche dubiosen Rüstungsgeschäfte oder sonstige Sachen, die man halt hier gemacht hat. Und das ist nicht in Ordnung. Und es ist jetzt Zeit, clean zu gehen und eben für die Ukraine sie auszusprechen. Hier kommt eine große ukrainische Flagge her und dann sollte hier auch natürlich auch die NATO-Flagge kommen. Das habe ich schon im anderen Video gemacht. Ihr könnt es euch ja anschauen. Aber wichtig ist eben, dass man strategische Partnerschaften jetzt aufbaut von Oberösterreich mit allen neuen Beitrittsländern. Hier in der Ukraine, da suche ich natürlich nach einem Bundesland, das Sie interessiert. Ich denke, dass speziell die Westukraine sehr interessant wäre. Entweder Uschgorod oder Tschernowitz oder Lwów oder Ternobyl. Das sind natürlich da, wo Oberösterreich wirklich auch Relevanz hat. Und weil das ist in vielen Bereichen aufgrund unserer prorussischen Politik, ist man in der Ukraine die 4 Jahre, wo ich da gelebt habe, total viel Pushback, also Gegenwind gewesen. Weil natürlich die alle gesagt haben, ja, da ist schon unser Geld, ist ja schon dort in Österreich und wir kehren. Also wir kümmern uns überhaupt nicht um die Ukraine nach 2014 und ich hatte mein Bestes versucht, das zu ändern, aber ja, gegen solche Größen wie Schüssel, Leitl kann ich nicht an. Ich meine, die sind fest mit Putin im Bett und da, was soll man machen? Dafür haben wir die finanziellen und der mediale Zugang und die finanziellen Möglichkeiten, gegen solche Größen zu kämpfen. Aber sie sind natürlich jetzt auch mit Schuld am Krieg. Ja. Das sind genau diese Leute im Appeasement Camp und im pro-russischen Putin Camp, die diesen Krieg ausgelöst haben und diese Eskalation erst ermöglicht haben, indem sie der Ukraine seit 2015 die EU-Zukunft verweigern, gegen meines besseren Vorschlags und meiner Tausenden von Tweets, Hunderttausenden von Tweets, Podcasts und Posts. Und das Blut der Ukrainer klebt an den Händen der europäischen Appeaser von Merkel und Schüssel, Leitl und Karl Nehammer übrigens jetzt auch wieder in dieses Camp geglitten. Ja, war ja kein Zweifel, die russischen Gaslieferungen sind wichtiger als das Leben der Ukrainer. Ja, das sind eben die Situation. Ich habe beschlossen, jetzt mehr auf Deutsch Videos zu machen, damit es auch besser, glaube ich, verständlich ist als mein Arnold Schwarzenegger Englisch, aber er ist jetzt wieder halt auf dem virtuellen Summit da und da wird ja wieder viel geredet über Energiezukunft und während Österreich weiter massiv russische Energie kauft, mitten im Krieg und damit Russland finanziert, wird über eine alternative Zukunft ohne Gas geschwafelt, während man gleichzeitig heftig einkauft, ja, in allen Bereichen und sie ja nicht für ein Atomenergieverbot, der Import von Uran sollte ja verboten werden. Das macht Österreich auch wenig. Der ungarische Verbündete von Karl Nehammer macht ja dann weiterhin dieses
Kraftwerk mit russischer Hilfe in nur 300 Kilometer weiter, also von hier 500 Kilometer weiter östlich. Und das ist alles wirklich eine schlechte Politik, die hier gemacht wird. Aber ich möchte zurückkommen auf die Partnerschaften. Ich habe jetzt eben schon, in der Ukraine ist ja noch Krieg, ich hoffe, bald wird es Frieden geben und wir werden gewinnen. Ich bin sicher, die Ukraine wird gewinnen, aber das mache ich in Österreich versuchen zu verhindern. Aber sie wird gewinnen und dann ist die Zeit für Partnerschaften und da sind eben dann die westukrainischen Gemeinden, sehr, glaube ich, Bundesländer sehr wichtig. Und in Moldawien bin ich am Suchen, in Georgien habe ich schon gefunden, Kataursi und Guria sind zwei für Oberösterreich. Und dann werde ich mich ja bemühen, natürlich habe ich jetzt auch die Ost-Kosovo-Region Chilan gefunden. Ich habe im Polog in Mazedonien und das ist Westmazedonien. Dann versuche ich in Albanien jetzt im Zuge meiner Reisen noch eine Region zu finden. Vielleicht werden wir eine im Süden schaffen, ist auch touristisch sehr interessant, aber natürlich ist logisch immer der Norden. Aber wir müssen das ein bisschen aufteilen, damit alle neuen Bundesländer eben Regionalpartnerschaften haben können. Und dann in Bosnien natürlich, logischerweise für Oberösterreich ist es da die Region um Medjugorje. Da sind so viele Oberösterreicher fast zu Hause und sind ganz oft dort und das ist ja wunderbar. Da gibt es auch viele Links über die Kirche, das ist sehr wichtig. Und dann in Serbien denke ich immer an die Vojvodina, aber vielleicht können wir auch was machen für Preševo, das wäre auch sehr gut, das wäre mir wichtiger, weil der Vucic eben, mit dem der Schausberger immer so gut ist, das ist übrigens einer, der sie behauptet, ein Freund der Region zu sein, aber dann immer gegen Erweiterung, also dass wir das nicht schaffen könnten. Also was wir nicht schaffen können an der Erweiterung, das ist mir wirklich ein Rätsel, aber wenn eben unsere eigenen Politiker nicht dran glauben, was sie zumindest mir damals erklärt haben, wo ich da noch mitarbeiten durfte vor 2004, dass das gemeinsame Haus Europas zu bauen ist und dass wir das schaffen, obwohl es viele nicht wollten. Und heute wollen es auch viele nicht, weil unsere Politiker eben immer protektionistischer, antisemitischer und antikapitalistischer und pro-Putin werden. Das ist leider die tragische Wahrheit. Ja, für die Ukraine auf jeden Fall, das ist wichtig. Und diese neuen Partnerschaften werde ich, glaube ich, auch gegen den Willen der oberösterreichischen Institutionen und gegen die erklärte Gegnerschaft der oberösterreichischen Institutionen ganz sicher zusammenbringen. So viel Energie ist in diesen jungen Mann drinnen. Und ich bin ja noch jung im Vergleich zu denen, die leider das Land regieren und nur immer auf pro-russischen Kurs halten. Und ja, das wird man dann ja noch sehen, wie wir da weitergehen mit dieser Generation, die im Schatten Russlands aufgewachsen ist und immer an Putin glauben und nicht an die Ukraine, nicht an den Kosovo, nicht an Bosnien und nicht an die Opfer, sondern immer nur an die Täter. Ja, weil die haben das gehört, wer das Gold hat. Gewinnt, glauben viele. Ich glaube, dass wer die Moral gewinnt hat und wer die Werte gewinnt und wer auf der Seite der Freiheit steht und wer auf der Seite der Ukraine steht, wird langfristig gewinnen. Leider kurzfristig stirbt man unter den Kugeln und Artillerieattacken Russlands. Jetzt ist mir schon wieder die Batterie ausgegangen mit meinen begrenzten Ressourcen. Werde aber trotzdem versuchen, das Beste für die Ukraine in Oberösterreich und in Kosovo und Bosnien und alle diese Länder zu schaffen in den nächsten Monaten und eben auf der regionalen Ebene, weil das ist auch sehr wichtig, dass eben diese Regionalpartnerschaften geformt werden und dass man Leute zu Leute, wie es eben jetzt die Solidarität der Oberösterreicher ist, eh sehr groß mit der Ukraine. Leider ist es ja so, dass die Solidarität der oberösterreichischen Institutionen sehr begrenzt ist. Ja. Aber ich werde schauen, ob ich vielleicht mehr ukrainische Flaggen heute finde. Hier beim Raab habe ich niemand gefunden mit einer Ukraine-Flagge. Hier an der Oberösterreichischen Wirtschaftskammer, einer der wichtigsten Institutionen. Die haben zwar die Europa-Flagge, aber sehen eben Europa nicht als Ganzes, sondern nur als Europa der reichen Länder und sind zufrieden, dass sie damals ja wirklich sehr viel geleistet haben, halten sie alle für große Europäer, sind aber trotzdem xenophob und sind trotzdem protektionistisch, machen wenig für den freien Handel, machen wenig für die offenen Arbeitsmärkte, beschweren sie aber dann über den Arbeitskräftemangel und ja, so ist eben die Inkonsistenz der österreichischen Politik, die ich versuche zu ändern. Ich hoffe, dass das Video ein Beitrag dazu war und ich rufe dazu auf, die Ukraine bei ihrer EU-Zukunft zu unterstützen und sage, Slava Ukraine, die Ukraine wird den Krieg gewinnen. Das sollte auch der österreichische Beitrag sein, dass wir eben auch Waffen liefern, dass wir zur NATO beitreten, dass wir Regionalpartnerschaften machen, dass man die Ukraine in ihrem Weg in die EU unterstützt und dass man den Arbeitsmarkt für die Ukrainer komplett öffnet und zwar sofort.
und dass man auch die Euro-Umstellung der Ukraine unterstützt, so wie wir es gemacht haben bei Montenegro und Kosovo. Und das ist, glaube ich, alles sehr der richtige Weg. Ja. Und unser aktueller Weg ist absolut der falsche Weg. Gut, herzlichen Dank hier vom Platz der Wirtschaftskammer. Ich hoffe, dass die Vernunft zurückkehrt und dass wir eben eine Ukraine-Flagge bald hier sehen. Herzlichen Dank, bis bald vom Pax Europiana, diesmal auf Deutsch aus Oberösterreich. Und mehr Videos heute im Laufe des Tages. Herzlichen Dank. Bis bald. Ciao. Slava Ukraine.